So. Gut, machen wir mal weiter Reise durch das Drillingschiff. Wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenquests. Bevor wir jetzt hier großartig weitermachen. Also, Story of Seasons ist für heute erstmal durch. Journal war das. Hey, ich das Gefühl. Neuling! Ich brauche Hilfe! Und wobei? Meine Assistentin. Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Er hält das nicht aus. Ja, können wir machen. Ist gut, ich gehe. Meinen Dank, wirklich. Das wirst du nicht bereuen, glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Gultrons Hof. Er liegt am Rande von Kielbrück. Für eine unbegleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Jetzt geh. Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Es könnte schon zu spät sein. Na dann. Gib mir noch ein bisschen. Gut. So, Grund und Boden. Suche auf Garlands Hof nach Prolos Assistentin. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Muss man noch ein paar Sachen wegpacken. So viel Platz, das ich hier erspare, Leute. Das braucht ihr da nicht. Ich nehme erstmal alle Quests auf und dann gucken wir mal, wie wir dann. Was gäbe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Deine Wunden sind gut verheilt. Wo mir dir helfen? Mickelbeeren. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Der Mokri ist lustig. Was will er uns suchen? Sogar einen Mokri gibt es hier. Wer hätte gedacht, dass ich je einen zu Gesicht bekommen würde? Ja, ist doch schön. Ich habe wohl einen echten Glücksbild. In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, stand, dass Mogris tief in den Wäldern verborgen leben. Ist natürlich was dran, aber ich... Nektar der Furcht... Nektar der Furcht... Nektar heißt du also. Ich bin Clive. Kannst du mal aufhören mit dem... Kannst du mich etwa verstehen, Kupo? Scheint so. Wie verzweifelt musst du sein, wenn du mit so einem Vieh sprichst? Weil mich der Wind hergebracht hat, habe ich mir den Mund fusselig geredet, aber keiner begreift, was ich will. Das klingt in der Tat ziemlich frustrierend. Ich muss morgen mal Leergut wegbringen. Aber jetzt, wo du hier bist, ist doch alles schön. Na dann. Erst nochmal was zu trinken einschenken. So, was hat der denn wieder für mich? Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich komm klar. Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich.
wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. Was denn sonst? 3 Mahlzeiten für 3 emsige Gesellen. Was sagst du? Jona, bist du noch bei uns? Ich helfe gern. Wunderbar. Die 3 tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der 3. bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Eingang, Quartier und Kerker. Eingang, Quartier und Kerker. Ja gut, wird. Wir sind einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Kriegen wir hin. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Nö. Ist es. Grüße aus der Küche. Na gut. Oh, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Du musst viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen. Und richte Kenneth meine Grüße aus. Ich würde zwar sagen, die Dame ist ganz knuffig und ganz lieb, aber ich sag ganz ehrlich, einfach nein. Die stinkt also nach Hühnerstall. Und die feine Dame kann sich nicht umziehen, kann sich nicht waschen. Aber so schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Dein Maul. Kenneth schickt mich. Er meinte, du hast Hunger. Für diesen Spruch müsste ich jetzt normalerweise ihm in die Suppe spucken. Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Karls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Na gut. Interessantes Detail, wenn ich mich bewege, höre ich die Rüstung quietschen. Könnten wirklich einen Übungsplatz gebrauchen. Was gäbe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Er kriegt von mir immer was zu essen. Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Hier ist was, guter Mann. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Und ohne Heiler wie dich wäre unser Lager verloren. Das sollten alle sein. Zurück zu Kenneth. Dem habe ich das Zeug gerne gebracht, dem Heiler. Der Dame, ja, sind alle ganz okay. Der Kerkermeister war ein bisschen unfreundlich. Der Mokri ist lustig. Aber soweit kann man schon mal machen. Ah, da bist du ja. Fertig? Wunderbar. Hier, deine Belohnung, wie vereinbart. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Auftrag abgeschlossen.
Ein Platz für jeden. Das ist doch schön. Grillkäfer. Wertgegenstand. Kann für Gil verkauft werden. Okay, hier gibt es eine neue Jukebox. Was war hier oben? Tom ist ja vielseitiger als gedacht. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hypoboreus der Zweite. Das ist, ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich hier einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Na komm, warum nicht? Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Egi. Die Bezeichnung Egi ist aus der alten Überlieferung bekannt und wird seit Alters für die Spektralwesen verwendet, die die Domini erzeugen können. Sie sind in der Lage, machtvolle Zauber des Elements ihres Schöpfers einzusetzen. Doch so stark sie auch sind, stirbt ein Domini, lösen sich seine Egis auf. Die Zeichnung ist, blieb bestehen, ja. Komm, wenn ihr schon eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Super. So. Ihr seid einfach zu... um jeder Spur nach. Ich will mal gucken, Journal. Ich habe jetzt nur zwei. Ja. Dann gehe ich mal auf Gaulitz Hof und guck nach der Assistentin. Jill! Lass uns gehen, Clive. Zum Phönixtor. Ich muss wissen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Ja, später. So, da ist die Pflegerin. Weltkarte. Hier müssen wir hin, ne? Gaulitz Hof. Drillingsschilf. Kielbrück. Hier, ne? So, beim letzten Mal... Ich hab... Das klingt nach Ärger. Was zum Geier? Nicht zu nahe kommen! Okay, gut, verstehe. Ich darf Spiele nicht so lange pausieren. Bist du verletzt? Dank dir zum Glück nur leicht. Hey, ich hab dich im Versteck gesehen. Du bist neu, oder?
Ich heiße Clive. Und ich Martell. Aber was machst du hier? Martell! Das hier ist hast du Barbie erfunden? Hab ich das gemerkt. Ist nicht gut. Aber irgendwer muss die Proben ja sammeln. Dann übernehme ich das für dich. Ich mach mal das Spiel und ein bisschen leiser. Schon mal zurück. Nur oder ist das mir so sagen, okay? Ich genau weiß du es brauchst. Nicht. Das würdest du für mich tun? Nach dem Schrecken eben sage ich ganz sicher nicht nein. Die Erde, die wir brauchen, ist sehr dunkel. Sie riecht markant. Und ist feuchter. Also Kacke. Aha. Riecht also markant. Gut. Wie riecht was markant? Geh. Und beeil dich. Bohumil ist so besorgt, dass er sonst selbst nach dir suchen geht. Ach komm, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon weg. Danke. Ich würde gern zum Phönix-Tor gehen und gucken, ob mir wirklich... Also dann, fühle ich mal im Boden herum. Markant riechender, feuchte Erde. Kann er sich unser Hund machen? Sollte reichen. Zurück damit zum Versteck. Jo. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier mit dem Ausweichen ein bisschen schneller rumhantieren, aber war wohl leider nicht der Fall. Und danach gehen wir weiter zum Phönix-Tor. Ich will wissen, was da abgeht. Aber ne, so ein, zwei Nebenquests pro Hauptquest-Kapitel kann man schon mal machen. Da bist du ja. Und? Hast du sie gefunden? Ja, da steht sie doch. Doch nicht sie! Die Erde! Hast du welche? Ja. Hier. Doch nicht sie! Großartig! Als Martell mit leeren Händen ankam, war ich schockiert. Ich glaube, doch jetzt... Jetzt kann ich endlich weiterforschen. Zunächst kommen die Messungen. Ich muss genau wissen, wie viel Äther jede Probe enthält. Und dann kann ich... Es ging dir nur um die Proben? Es ging nicht um mich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist die Forschung. Aber... Voll in Korb. Ist nicht tragisch. So ist er eben. Und ihm haben wir zu verdanken, dass hier überhaupt was wächst. Dafür sind wir ihm dankbar. Aber du solltest entschädigt werden. Sicher hat er dir nichts gegeben, oder? Hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als nichts. Ah, passt schon. Ich würde dir gerne auch Obst geben, aber es schmeckt noch nicht so gut. Also, falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. Ist doch schön. So, Grund und Boden. Ich meine... Es ist jetzt keine unwichtige Arbeit, aber so, dass der... Jetzt kann ich weiter forschen. Hier geht es nur um die Forschung. Diese Halute. Gut, macht aber nichts. Dann wollen wir jetzt mal weiter. Wir müssen durch das Drillingsschild nach... Warte mal, ich will noch mal gucken, ob ich noch irgendwo was schmieden kann und so ein Kram. Fass dich kurz. Willst du was schmieden? Sturmruf. Das ist alles nicht so geil. Was das? Alter, der geht mir auf den Sack, weißt du das?
So, was haben wir denn hier? Gaia-Schwert plus 1. 150 zu 150. Goldschärpe und Kettenreif. Ja? Willst du was schmieden? Gaia-Schwert, dafür brauche ich Minotaurus-Mähne. Kann ich auch das Gaia-Schwert erhöhen? Goldschärpe plus 1. Ja, schon besser. Mir fehlt ein bisschen Asche. Kannst mir später danken. Was das? Gut. Okay, das lief besser als, also, zwei Upgrades. Denk dran, Jell hat sich gerade erst wieder erholt. Sie muss sich auf jeden Fall schonen. Ja, ist ja gut. So zerbrechlich ist die Kleine nicht. Das ist eine Eisesper. Ist halt interessant, dass wir eigentlich fast nur damit oder viele Leute da sind. Wir sind eine unerwartete Feueresper und haben angeblich unseren Bruder auf dem Gewissen. Die Jill ist Eis. Rosaria. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert. Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Das haben doch die Eisern mit dir auch gemacht, Jill, oder? Aber ich hatte auch Angst. Angst, zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Und der Crush ist, ja. Kaiserliche Provinz Rosaria. Na dann. Lass uns weiter. Wir müssen zum Phönix-Tor. Die Rückkehr. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Also das mein sind... Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt, ich bin ein Trägersoldat und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise. Hat die nicht auch ein Mal? Nee, hat sie nicht. Das ist gut. Junge, was für ein Pfundskerl. Kein Wunder, dass die Kaiserlichen so viel kosten. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Monster gibt. Aber okay. Nein, die Viecher. Nicht erledigt! Ja, ist ja gut, Huni. Okay. War vielleicht nicht ganz so optimal.
Antilopen hätte ich theoretisch auch in Ruhe lassen können. Fast, Torgal! Hier drüben! Schnapp sie dir! Los! Du weißt, was zu tun ist! Fast, Torgal! Da, Gott! Schnapp sie dir! Los! Du weißt, was zu tun ist. Okay. Kampfsystem ist schön. Herrlich. Aber wir wollten doch eigentlich nur. Na, Stahlseite ist vielleicht gar nicht schlecht. Das hier sieht auch so besonders aus. Zeig's ihnen, Große! Mein Gott, ist der Windschlag geil. Ach, die Lebensflamme wäre natürlich auch geil. Das würde dem Justin wahrscheinlich eher gefallen. Aber dafür brauche ich eigentlich mehr Plätze. Der Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönix-Tor hatte man wohl andere Sorgen. Ich guck mal, was ich hier noch so kriegen kann. Ach ja, das war hier alles mal so schön. Goblins. Selbst meine erste Mission war umsonst. Du weißt, was zu tun ist. Da, Großer! Schnapp sie dir! Fast, Torgal! Los! Hast du gerade meinen Hund gehauen? Hätte Schwein. Du weißt, was zu tun ist. Heilige Scheiße. Komm zurück. Also wenn das Windrad von der Lamm-Espon schon so geil ist, dann will ich nicht wissen, wie der teure Skill aussieht mit dem Phönix. Ah. Guter Hund. Wunderbar. Willkommen zurück, Justin. Wir sind jetzt zurück am Phönix-Tor, um zu gucken, was mit uns los ist, warum wir als Feueresper uns in eine Feueresper verwandelt haben und gegebenenfalls unseren Bruder gekillt haben. Du da, kannst du mir hier mal kurz zur Hand gehen? Nee, kann ich nicht. Toll. Ein verdammter Träger. Und ich dachte, ich hätte Glück im Unglück. Egal, lieber ein Bruchstück als gar kein Kristall, sag ich.
Wobei ich ungern den Träger eines anderen benutze. Kannst du dir mich einfach den Schwanz abschneiden, hey, so frech wie der ist? Kannst du mich hören? Du sollst helfen. Mit der Maul. Diese blöden Vögel haben meinen Wagen umgeworfen, weil sie an die Ladung wollten. Dabei war ich schon spät dran. Ich hätte eine Lieferung, die wirklich dringend ist. Aber ich kann hier jetzt auf keinen Fall weg. Könntest du das vielleicht schnell zu Marthas Rast bringen? Es eilt wirklich sehr. Schön. Gute Einstellung. Also, hier. Gib es nur dem Stallmeister und niemandem sonst. Die erinnert mich irgendwoher. Er etwas dafür. Wenn du irgendwoher es bekommen kenn ich den. Hast, gib es deinem Herrn als Dank von mir. Jetzt aber los. Und keine Umwege, hast du mich verstanden? Dieser Fixer. Die Chocobos. Ist hier noch irgendwas? Fast, Torgal! Los! Der Hund nimmt die Hornisse auseinander. Jawoll! Komm schon, Hundi! Du musst dem Hund nicht dauerhaft was an die Birne klatschen. Der weiß auch gar nicht, was er machen soll. Vertrau deinem Köter einfach. Der wird schon wissen, was zu tun ist. Der Hund ist super. Da wären wir. Marthas Rast. So, Marthas Rast. Einmal dem Stallmeister geben. Bist du der Stallmeister? Ich soll dir das hier bringen. Die Kiste ja selbst aufgemacht, hätte mal geguckt. Ja, was ist das denn da drin? Ist für mich, genau. Ich verstehe aber nicht, warum es mir ein Träger bringt. Wo steckt der Tropf von einem Krämer? Er konnte nicht kommen. Sein Wagen ist umzingelt von wilden Chocobos. Ha, das klingt nach ihm. Ich wette, der Wagen ist voll mit Gisakraut. Bestimmt überladen. Gisakraut? Chocobos sind verrückt danach. Wenn man das Zeug nicht gut verpackt, riechen sie es und kommen von überall her angelaufen. Allerdings kann es auch eine gute Investition sein, besonders hierzulande. Nur nicht gierig werden, das lernt unser Freund nun auf die harte Tour. Naja, ich habe meine Ware und nur das zählt. Richte deinem Herrn meine Grüße aus. Gutes Mädchen, jetzt ruh dich erstmal aus. Wenn die wüssten, dass wir keinen Herrn mehr haben. Dieser Tage muss man damit. Das sind aber keine 60 FPS. Ob diese Martha uns wirklich helfen wird? Das werden wir gleich wissen. Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll.
Bin mal gespannt, ob wir heute wieder so einen geilen Kampf finden wie beim letzten Mal. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gut. Wie man Gieserkraut am besten zubereitet. Niemals roh. Wenn man dem Kraut nicht sofortig aus beiden Enden... Was? Niemals roh. Wenn man dem Kraut nicht sofortig aus beiden Enden wieder Lebewohl sagen möchte. Nicht braten, außer man will seine Pfanne ruinieren. Denn der Geruch brennt sich ins Eisen ein. Keinesfalls in Suppen und Eintöpfen verwenden, sonst machen die Dämpfe die Chocobos in den Ställen verrückt. Wenn es unbedingt gegessen werden muss, mit 9 Teilen Engelshauben, 6 Teilen Zitronenschalen oder 3 Teilen Fingerwurz mischen und 3 Tage in Honigwein einlegen, um den Mief beizukommen. Ehrliche Arbeit. Damals hat... Hallo? Fuck. Entschuldigung. Bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Gav. Gavity Gav. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Na siehst du. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Na klar. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Vielleicht ist ihm was passiert. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Na dann. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja. Er ist runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. So. Wollen wir den Hallodri mal finden? Suchen wir die Leiter. Stimmt, wir können uns ja hin und her teleportieren bis zu einem gewissen Grad, ne? Lass einfach alles neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Kann ich nicht schneller? Weißt du, wenn nicht wie der Hund und die Dame darunter gekommen sind, aber... Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert. Ah! Bleib mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Verdammt. Halte durch, wir kommen! Du weißt, was zu tun ist. Los!
Hat der Hund gerade eine Sonic-Damage-Rolle gemacht? Hinterfrage ich jetzt nicht, aber ist okay. Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Das hat da von oben keiner gehört? Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick, ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt, sofort. Es ging aber schnell. Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Aber ich hätte schon gestern in Eastpool sein sollen. Hat der Kerl überhaupt eine Ahnung? So, sprich mit Martha. Kümmere dich um Marthas Anliegen. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Komm doch zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet. Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Oh mein Gott, wirklich? Ja, ist ein guter. Bisschen müssen wir uns ja um unseren Hundi kümmern. Was brauchst du? Geierschwert verkaufen. Kostet ein Tausender. Das sammle ich lieber. Bis irgendwann. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Weißt du noch, der Aquädukt? Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. So, Money und Skillpunkte, ne? Meteoritengestein.
Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja, früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben Sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor. Ach, du armes Ding. Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Eklig. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Oh, na gut. Oh. Ist das widerlich. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn? St. Glaedemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir. Dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Ja, also hier behandelt man Träger halt wirklich. Immer schön auf den Fisch richten, ja? Keine Scheu, tretet ruhig her! Schulter, Rippchen, alles frisch. Ich hab keine Ahnung, wie die das hier erkennen. Ich wusste, dass man Kinder testet, dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Nein. Ha! Schnapp sie dir! Hier drüben! Ha! Da draußen! Lass sie nicht entkommen! Alter, oh mein Gott. Das ist echt ungewöhnlich. Das ist so laut, wie ich das mache. Da muss man jeden empfehlen. Gebt ruhig ein bisschen Kohle für Headsets aus. Ich merke gerade, das ist ein extrem krasser Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja, dann gucken wir mal, was das Dingsbum zu bedeuten hat. Dass sie uns zum Kloster schickt.
Okay, fand ich jetzt auch ein bisschen. Fast, Torgal! Lass sie nicht entkommen! Boom! Hier drücken! Da machen die Kämpfe richtig Spaß. Ich bin mal gespannt, ob das große ein Gegner ist oder nicht zwingend. Okay, wir kriegen schwarzes Blut und da hinten müssen wir hin. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf Toilette. So, da bin ich wieder. Ja, da wallende Flamme. Kann ich da irgendwas nehmen, ne? Perfektes Ausweichen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das will ich auf jeden Fall lernen. Ja! Hier drüben! Da, Großer!
auf die Schnauze! Das lief besser als gedacht. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich die vielleicht verbessern. Kostet 2005. Vielleicht sollte ich gar nicht so viel hin und her machen. Ich muss mal gucken, ob man das auch resetten kann. Normalen Chocobos lasse ich mal in Ruhe, weil ich nicht denke, dass die Viecher es verdient haben, geschlachtet zu werden. Ich meine, klar, können wir theoretisch machen, aber... Ich frage mich, was uns dort erwartet. Finden wir es heraus. Oder? Seid gegrüßt! Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende. Von Martha. Oh, verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet.
Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Ich danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Wenn ich mich dahin teleporten, dann würde es wesentlich schneller gehen. Wie viele haben wir es eigentlich? Wir müssen es jetzt 11 haben, ne? Naja, halb. Weißt du noch, der Aquädukt? Ach, zurück! Danke für den Botengang. Kein Problem, Mädel. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Das ist doch super. Die Martha. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Das hat mich jetzt erstaunt, dass sie uns kennt.
erzählt? Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Das macht's, glaube ich, nicht besser. Mein Freund. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal? Ach, der gute Sid. Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. Das wird sie. Da bin ich voll überzeugt. War das alles? Ja. Dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Die Alte. Man sieht sich. Sayonara. Der gute Sid. Heim und Weh. Hä? Nicht Heimweh? Ja, komm, ist egal. Auftrag in der Nähe. Die Brücke nach Eastpool wurde repariert. Was haben wir denn hier noch zu tun? Ich meine, wir sind jetzt ein gutes Stück vorangekommen mit der Hauptstory. Du bist doch dieser Träger, der für Martha arbeitet, oder? Hilfst du mir eben? Blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Ich kann nichts versprechen. Versprich nur zu suchen. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Sag bloß. Könnte, wohlgemerkt. Ich konnte es nicht genau sehen. Aber da unten sind so viele Sumpfkrabben. Die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück. Schön.
Gut. Dann machen wir das mal. Komm. Ich sehe da relativ kleine Aufträge. Gefällt mir persönlich ganz gut. Da muss man da nicht so die ganze Zeit hier hin und her rennen. Wir sind nicht allein. Das kann Kristalle fressen, wenn wir neu. Das wird interessant. Aber der macht so viel Schaden. Los! Hier drüben! Das muss er sein. Länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben. Na, ist doch gut. Ups. Muss ich jetzt in die Hütte rein? Nee, ne? Müsste doch ausreichen. Ich glaube, der Gegend halt. Die Gegend generell heißt Marthas Rast. Und? Hast du ihn? Na klar. Ja, hier, bitte. Sauber machen mussten selbst. Danke, du hast mich gerettet. Noch länger ohne Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Ist die Lage wirklich so hoffnungslos? Ich habe aber viel Money. So, hier gibt es noch Nebenaufgaben. Ich kriege aber gut Dingsbums, ne? Fertigkeiten. Ich will das hier lernen. Lebensflamme. Das wäre cool. Ich muss ihn finden, bevor die... Was gibt's denn? Keine Zeit. Ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt. Es heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Immer. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun... will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber nicht sie schön. Werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive, wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Das machen wir. Na klar. Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht. Hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge.
In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Das hört sich irgendwie anders an. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde? Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, in die Sümpfe zu gehen. Dieser Tage muss man damit rechnen auf der Reihe. Ich finde schade. Ich finde schade, dass das sein. Automatisch. Ich sollte die Augen offen halten. Ich fände es geiler, wenn man eine Renntaste hätte. Muss hier hinten irgendwo sein. Hallo-Trie. Wahrscheinlich heute mein Wort des Tages. Das war, glaube ich, keine Eine gute Laterne. Idee. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Bist du dir sicher, dass der nicht einfach... Ja, komm. Kann ja auch einfach Sumpf gefallen sein. Jemand hat sie abgemetzelt. Ich frag mich, ob das Norris war. Erstmal Truhe öffnen. Norris, nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann hab ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte! Misch dich nicht ein! Du weißt, wie sie uns behandeln. Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Gute Nacht, Juna. Aber es überrascht mich nicht. Tschüss, warst du still? Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke. Dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Könnte sagen, Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann...
von einem Freund verraten zu werden. Das könnte vielleicht sogar wirklich interessant sein, weil so könnten wir ohne Mal... Könnt ihr ja bei Martha in Ruhe leben? Und dem Ronald könnten wir dann sagen, theoretisch, dass der gestorben ist. Und wenn die sowieso so wenig für Träger übrig haben, würde das wahrscheinlich keinen jucken. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Er ist jetzt gerade an die Leiter gegangen, als er "Ah!" gesagt hatte, habe ich mich halt selbst erschreckt. Oh Mann. Als ob ich sowas einem... Hör doch am Streiten. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot! Ende der Geschichte. Der hat eben noch... Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Alter Maul, Arschloch. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt... Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Gut. War nicht ganz so viel. Ich würde sagen, für heute schickt's auch. Ah, oh, das frisst so viel, ne? Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Ja, da hat er auch vollkommen recht, aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Weil ich für heute jetzt fertig bin. Leute, war schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Verloren geht jetzt. Im Stream, ja. Follower gehen auch wieder zurück. Ja, ist also gut hier. Macht's gut. Tschüss. Ich habe nebenher auch noch aufgenommen, also können wir das auf YouTube raushauen. Wenn wir wollen, mal gucken. Bis dann. Ciao.